Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder ein neues Erklärvideo von mir für euch. Und zwar geht es um das Thema Zimt. Welche positiven Wirkungen hat es auf uns und worauf müssen wir insbesondere achten, wenn wir Zimt zu uns nehmen? Bleibt dran bis zum Schluss. Es gibt zwei verschiedene Sorten von Zimt. Einmal gibt es den Cassia-Zimt, ein relativ günstiger Zimt, den ihr schon bereits für 69 Cent bekommt im Supermarkt. Und es gibt aber auch den Ceylon-Zimt, das ist etwas hochwertigerer Zimt, kommt auch aus Ceylon, Sri Lanka. Und auf den solltet ihr auf jeden Fall zurückgreifen. Was sind denn nun die Vorteile von Zimt und warum ist das Internet voll von den Empfehlungen, dass man Zimt zu sich nehmen soll? Wir klären heute auf. Erstens. Zimt zunächst reguliert den Cholesterinspiegel positiv. Das heißt, wer einen sehr hohen Cholesterinspiegel hat und regelmäßig Zimt zu sich nimmt, der kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Cholesterinspiegel sich bei einer bedachten Ernährung auch positiv verändern wird. Eine gute Nachricht für Menschen mit Bluthochdruck, denn das Zimt reguliert auch hier den Blutdruck. Es wirkt blutdrucksenkend. Und der dritte und wichtigste Faktor ist, Zimt reguliert positiv unseren Blutzuckerspiegel, vor allem wichtig für Menschen mit einer Insulinresistenz, für Diabetiker Typ 1 und 2. Denn man könnte sagen, dass Zimt auf jeden Fall ein natürlicher Appetitzügler ist, denn die Insulinproduktion, die steigt ganz langsam an, das Insulin. Und das lässt nicht den Insulinspiegel ganz schnell nach oben fahren, dass man wieder in einer Heißhungerfalle tappt. Bei Bodybuildern, die auch auf die Bühne gehen, die einen sehr geringen Körperfettanteil haben, die nehmen auch sehr, sehr viel Zimt zu sich, denn die Insulinproduktion wird dadurch sehr, sehr stark gehemmt. Aber Obacht, worauf müssen wir denn achten beim Kauf von Zimt? Wenn, dann bitte greift zu Ceylon-Zimt. Ceylon-Zimt hat auch Kumarin. Was ist denn Kumarin? Kumarin ist ein sekundärer Pflanzenstoff. Leider ist dem nachgewiesen worden, dass dieser auch krebserregend ist und in hohen Mengen auf jeden Fall zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchkrämpfen und so weiter führt. Also da sollte man wirklich aufpassen, wenn man regelmäßig Zimt zu sich nimmt. Also wer jetzt zum Beispiel im Winter gerne irgendwas Weihnachtliches backen möchte oder auch so zwischendurch mal in Kuchen, im Gebäck oder in Waffeln ein bisschen Zimtpulver einstreut, da ist es jetzt nicht so wichtig, dass man jetzt darauf achtet, denn das sind ja relativ ganz kleine Mengen, die man dort auf dem Teig benutzt. Also da müsst ihr euch wirklich keine Sorgen machen. Aber für die Sportler unter euch, die jetzt gerne ihre Fettreduktion anregen wollen und sehr häufig zu Zimt greifen, das sehe ich nämlich ganz häufig auch in den Videos hier auf YouTube, es wird super viel zu Zimt gegriffen und auch weil dadurch ja auch der Insulinspiegel langsam nach oben steigt. Da sollte man wirklich aufpassen, dass man, wenn überhaupt, zu einem hochwertigen Zimt greift. Ich habe einen hochwertigen gefunden, welches immer noch einen guten Wert hat. Den werde ich euch unten auf jeden Fall in die Infobox verlinken. Es ist ein Zimt von Sonnentor, könnt ihr auch bei Amazon bestellen. Der Haken an der Sache ist nämlich, dass es für Zimt keine Höchstwerte gesetzlich gibt für Kumarin. Und in Lebensmitteln, wie zum Beispiel in Zimtsternen, in Weihnachtsplätzchen, in Christstollen und so weiter, dafür gibt es eine Höchstgrenze, eine gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenze. Aber für das Gewürz Zimt gibt es das leider nicht. Aber lasst die Finger weg vom Cassia-Zimt, wenn, dann bitte nehmt den etwas hochwertigeren, das ist der Ceylon-Zimt, da kostet so eine ganze Dose 4 Euro und ich denke, das sollte eurer Gesundheit auf jeden Fall wert sein. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, die Vorteile und den Nutzen von Zimt aufzuzeigen und worauf man achten sollte, vor allem was das Thema Kumarin angeht. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Muah.